Hallo liebe Besucher meines YouTube-Kanals, ich bin's, Dragonfly, und ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ja, genau, Thema Facebook. Na, ich spreche jetzt gerade vom Handy, vom Smartphone ohne SIM-Karte, und vor der Videokamera ist es leichter zu sprechen. Aber wollen wir mal zurückkommen zum Thema Facebook. Facebook bindet seine Nutzer direkt an den Computer. Man stellt seine Daten online, schreibt mit anderen Nutzern Nachrichten, postet Bilder, postet Videos und hinterlässt Spuren im Internet. Ich meine, wenn man sich mit anderen Leuten in Kontakt treten will und Kontakt halten will, es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel ICQ oder Skype oder Briefverkehr oder Telefon. Dazu brauche ich nicht Facebook. Die ganzen Posts, die gemacht werden, und alles wird auf der Chronik gespeichert. Facebook ist die reinste Datenmüllhalde und man verliert dort den Überblick. Das virtuelle Netzwerk. Matrix. Alle Menschen koppeln sich an Facebook. Und verlieren ja, die Sinne, die menschlichen Sinne auf das Wesentliche. Zum Beispiel, dass man mal noch mit Nachbarn spricht oder mit Freunden trifft oder mal zusammen in die Kneipe geht, ohne Smartphone, ohne Handy, einfach mal auf dem Festnetz einen Kumpel anruft, sagen, hey, hast du Bock heute mal in die Kneipe zu gehen? Aber nee. Dann hocken die Menschen lieber vor ihrem Computer, anstatt mal rauszugehen, vor die Tür. Facebook. Du verdienst nicht an deine Post oder wenn du eine Internetseite hast auf Facebook und deine Arbeit online stellst. Du verdienst nichts. Facebook macht mit deinen Daten die meiste Kohle, indem es zum Beispiel deine Bilder, die du machst, an irgendwelche Werbefirmen weiterverkauft und damit Kohle macht. Und du hängst vor Facebook, gibst denen kostenlos deine Daten und die machen damit Kohle. Ja, das ist ja eh ein reinster Konzern. Ich würde jeden raten, sich von Facebook zu löschen oder sich dort nie mehr anzumelden. Und mit Freunden, Kollegen und Verwandten, Bekannten, Familie kann man auch außerhalb von Facebook sich unterhalten. Ist ganz einfach, man geht vor die Tür und trifft sich mit den oder diejenigen. Tja, das ist das wahre Leben. Und nicht, dass man nur vor dem Internet hockt und Menschen virtuell trifft. Denn du weißt ja nie, ist das wirklich die Person, die hinter dem Bild steht? Es kann ja auch gefaked sein. Ja. Ich treffe mich lieber mit Leuten in meiner Umgebung,
meinen Freunden quatschen, Informationen austauschen. Tja. Das ist die Wirklichkeit. Und nicht das Internet. Und nicht ausgerechnet Facebook.